Hallo Leute, heute Glossybox Mai. Glossybox Mai. Okay, wir machen das jetzt so, weil mich einige auch in den Kommentaren mal gefragt haben, ob ich das mache. Ja, dann machen wir das. Und zwar Review von der Glossybox davor immer. Also von den Produkten, weil ich sie ja jetzt dann testen konnte einen Monat lang, wie ich sie fand. Da waren ja dabei einmal hier die HR Lash Queen Sexy Blacks Mascara, so die Mini-Größe. Diese hatte ich auch schon mal gehabt in Scandalous Black. Ich finde sie, also ich zeige euch mal die Bürste. Die ist so wie so eine 8. So, wisst ihr, hier einmal dicker, dann dünner, dann wieder dicker. Finde ich nicht so besonders. Ich weiß nicht warum. Also sie macht schon Volumen und so, aber irgendwie, also so für meinen Geschmack einfach, gefällt mir jetzt nicht so. Ich kann auch nicht genau sagen, was, also, oder sagen wir mal, ja doch, es trennt nicht so perfekt. Es sieht so ein bisschen klumpig aus irgendwie. Ich weiß nicht, also es ist nicht so mein Geschmack, was sie halt daraus macht aus den Wimpern. Dann war dabei die Body Butter in Guava. Das war eine Guava, natürlich. Man sieht ja auch eine Guava drauf. Ich habe halt Avocado gesagt. Weil es halt auch ein bisschen nach Avocado aber riecht. Die muss ich sagen, ist sehr gut. Ich glaube, davon werde ich mir eventuell die Full Size holen, beziehungsweise überhaupt mir mal diese Marke genauer anschauen. Das war von Chorus Natural Products. Die gefällt mir einfach wirklich gut. Also ich mag die Konsistenz. Sie spendet sehr gut Feuchtigkeit, ist aber nicht fettig. Aber man merkt, dass sie sehr reichhaltig ist irgendwie. Und ich mag den Duft. Ich liebe den Duft davon. Und deswegen wollte ich mir mal die anderen Produkte anschauen, ob die auch so gut riechen, weil das ist wirklich toll. Dann war dabei dieser Beauty Drink, Energy Drink. Hat lecker geschmeckt nach, was war das, schwarzer Johannisbeer, sowas mag ich ja sehr gerne. Allerdings war da so am Ende dieser Süßstoffgeschmack und das mag ich gar nicht. Also es war ekelhaft, richtig ekelhaft, war nicht so gut. Die Idee war aber ganz toll, dass das halt auch mal dabei war, fand ich. Dann war von Swisscare so eine Haarmaske drin, habe ich jetzt leider nicht mehr, da habe ich die Verpackung weggeschmissen. Konnte ich, glaube ich, ein- oder zweimal, weiß ich nicht mehr genau, verwenden. Fand ich gar nicht gut, also hat überhaupt nicht das gemacht, was es versprochen hat. Also ich glaube, Volumen hieß es oder so. Jedenfalls hat man gar nichts gemerkt. Also es war, als hätte ich gar nichts in meinen Haaren gehabt. Und dann war drin die 8-Hour-Cream von Elizabeth Arden. Da ist auch immer noch, also ich benutze die jeden Tag für meine Lippen abends. Ja, und auch morgens eigentlich. Ein Haar. Das finde ich so ekelhaft. Jedenfalls ist es so eine Art Vaseline, riecht allerdings auch ein bisschen so, hat so ein bisschen Limonenduft, Zitrone, aber dann merkt man doch sehr dieses Vaseline, also der Duft ist jetzt nicht so besonders, aber er verfliegt, wenn man ihn auf den, also wenn man ihn dann einreibt, ja, wenn man es dann einreibt, ja, jedenfalls, die Wirkung ist wirklich toll, also das finde ich super, ich freue mich sehr, dass es auch so eine große Größe dann war. Wow, hört ihr das? It's raining. Oh cool, ich liebe das, wenn es so richtig runterprasst dann. Oh, Blitz. Ach nee. Ich dachte, es wird blitzen. Ich habe gerade den Fernseher an und da ist gerade so irgendein Star und man sieht so Flashlights. Naja, hätte ja sein können, ne? Ja, jedenfalls, das ist toll. Das finde ich sehr gut, kann ich euch empfehlen. Also wenn ihr etwas sucht und irgendwie spröde Haut, irgendwas habt, kann ich euch das wirklich empfehlen, das euch mal anzuschauen. So, das war's zur Glossybox April. Jetzt kommt die neue Glossybox. Die habe ich schon geöffnet. Ich mache das jetzt nicht mehr so mit Öffnen, weil, naja, ihr habt es ja jetzt schon mal einmal gesehen, ja. Also das sind die ganzen Produkte für diesen Monat. Ich zeige es euch mal einzeln. Da ist einmal dabei von Calvin Klein Beauty. Das ist ein Dusch- und Badegel von halt von diesem Duft Beauty. Da sind drin 50 Milliliter. 50 Milliliter ist eigentlich ganz gut. Habe ich auch schon mit geduscht heute, deswegen ist es auch nass. Ich finde den Duft sehr schön, wenn man ihn so halt schnuppert, aber er verfliegt halt total. Man merkt danach gar nichts mehr auf der Haut. Also auch wie nix, aber vielleicht ist das Parfum halt ganz toll, ne? Weiß man ja nicht. Und dann war dabei von Lancaster After Sun 10 Maximizer
ist halt so ein, ja, so ein Aftersun-Lotion, sind auch 50 Milliliter, also gleiche Größe. Habe ich noch nicht ausprobiert, kann ich euch dann nächstes Mal was zu sagen. Riecht schon so, ja, schon so Sonnenlotion-mäßig. Aber hätte schon noch mal leckerer sein können irgendwie. Es geht so. Jedenfalls soll hier das Versprechen, dass es mindestens 4 Tage lang nach dem Sonnenbad großzügig auf Gesicht und Körper auftragen, um die Bräune zu intensivieren. Also man kann sie dadurch länger halten, die Bräune. Da bin ich mal gespannt, weil ich bin ja jetzt sehr braun, wie ihr seht, von der Sonne. Teilweise und auch von Selbstbräuner. Ich werde es mal probieren, ob das funktioniert. Dann war dabei von Paul Mitchell, hatte ich ja nicht so gute Erfahrungen mit meinem letzten Paul Mitchell Produkt, aber wir werden sehen. Firm Style, das ist Freeze and Shine Super Spray, ein Finishing Spray. Ja, Finishing Spray, mal sehen. Das riecht gut. Paul Mitchell riecht irgendwie ganz gut. Und dann, da freue ich mich besonders, ist von L'Occitane die Creme, halt die Handcreme für trockene Haut. Da freue ich mich besonders, weil im Winter habe ich Ewigkeiten nach dieser Handcreme gesucht und war überall ausverkauft. Und ja, jetzt habe ich sie. Ich habe sie schon vergessen, aber jetzt habe ich sie endlich. Das sind, wie viele Milliliter sind da drin? 10 Milliliter. Ja, ist eine süße Größe, so für die Handtasche eigentlich. Und was cool ist, man hat auch so einen Gutschein da drin, war auch dabei. Wenn man halt in L'Occitane, also im L'Occitane-Geschäft einkauft, im Wert von 15 Euro, bekommt man nochmal so ein Pröbchen gratis. Und das werde ich machen. Auf jeden Fall. Und dann war noch ein Lippenstift drin von Criolan. Von dieser Theater-Film-Schminke-Kram. Professional Lipstick. So, das fand ich ganz cool, sehr interessant und super schwer. Oh Mann, ich bin ein bisschen müde, es tut mir leid. Da bin ich mal so himmlisch. Naja, hier ist halt dieser Lippenstift. Super schwer, wollte ich sagen. Hier ist so eine Maske drauf, das finde ich witzig. Irgendwie. Und halt in der Farbe Rot. Bei mir ist hier schon kaputt leider, weil es am Deckel hängen geblieben ist. Aber das ist die Farbe. Ausprobieren? Okay. Moment. Jetzt habe ich keinen Spiegel. Guck mal, sind wir hier am Schminktisch und gibt nicht mal einen Spiegel. Ugh. Ah! Nix da. Moment. Okay. Also, probieren wir mal aus. Habe ich nämlich noch nicht aufgetragen. Oh, aber ich sehe schon super geiles Rot. Oh, das ist ein tolles Rot. Sehr tiefes Rot. Ich glaube, das ist auch so ein Rot, das jedem stehen würde. Also es ist nicht so orange oder... Das ist die Farbe. Tolle Konsistenz auch. Etwas, also es ist cremig, aber so trocken, also trocken in dem Sinne, dass man merkt, dass es sehr lang anhaltend ist. Ja. Ich will mal kurz vergleichen mit MAC Russian Red, falls ihr noch Zeit habt. Ja, warte mal. So. Seid ihr noch da, ja? Hier. Ich will nur mal sehen, von der Farbe her, vielleicht ein Dupe, ja, sehr ähnliche Farbe, doch, also das ist Russian Red von MAC und das ist hier dieser Criolan, der ist natürlich, der hat so ein Satin-Finish, finde ich, aber nicht so dick wie von MAC, die Satin-Finishes, die ich habe. Und ja, von MAC, der ist ja, das ist ja hier der von MAC, der ist ja matt. Deswegen sieht es ein bisschen anders aus bei der MAC Lens, aber von der Farbe sehr, sehr ähnlich. Ist halt auch so ein blaustichiges Rot, gar nicht so orange oder so. Das steht jedem und macht super weiße Zähne, weil der, ne, blau und so Zähne. Ja, aber das waren jetzt
die Produkte aus der Glossybox Mai. Ich liebe immer noch dieses Prinzip. Ich freue mich sehr auf die nächste Glossybox. Und ja, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß mit euren Produkten. Und schreibt doch mal, wie ihr die Produkte von letztem Mal fandet. Würde ich gerne mal wissen, wie fandet ihr das Getränk oder was weiß ich. Oder wie findet ihr die 8-Hour-Cream und so weiter. Oder welches Produkt war euer liebstes bisher. Das wollte ich euch noch mal schnell sagen. Das habe ich nämlich in einem anderen Video, aber ich weiß nicht, wann das kommt. Hier, und zwar von Kiehl's Ultra Facial Cream. Das war in der ersten Glossy Box dabei. Und es war, ist das erste Produkt, das mich doch so überzeugt hat, dass ich mir so, sogar demnächst die Full Size kaufen werde, weil es wirklich, also es ist wirklich genial. Es ist wirklich eine tolle Creme. Ja, wollte ich nur mal so erwähnen. Das war's. Okay, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.